10 Punkte, Toni sah Let's Dance Erfolg nicht kommen. Toni Bauer, 28, ist die Überraschung der aktuellen Let's Dance Staffel. Bereits seit einigen Wochen begeistert der Comedian das Publikum mit seinen energiegeladenen Gute-Laune-Performances. Und eben einer genau dieser Auftritte brachte dem 28-Jährigen zuletzt auch die erste 10-Punkte-Kelle der Staffel ein. Doch während das die wenigsten zu überraschen schien, hätte er selbst nie im Leben mit solch einer Wertung gerechnet. Ich kann immer noch nicht, ehrlich gesagt. Ich bin immer wieder kurz davor, in Tränen auszubrechen, verrät er im Anschluss an die Show im RTL-Interview und fügt hinzu. Gestern dachte ich, das wird das Schlechteste, was ich je gemacht habe. Doch sollte wohl alles anders kommen. Der Komiker konnte statt eines Auftritts des Grauens eine wahre Glanzleistung auf das Parkett bringen. Vor allem, dass er und Tanzpartnerin Anastasia Stan zuletzt beschlossen hatten, nicht mehr nur auf die bevorstehenden Wertungen zu achten, soll den Knoten platzen lassen haben, das erklärt die Profitänzerin im weiteren Gespräch mit dem Sender. Für Toni hingegen scheint noch eine ganz andere und weitaus persönliche Sache hinter der vergangenen Quickstep-Meisterleistung zu stecken. Manchmal braucht man jemanden, der mehr an einen glaubt als man selber. Und so stark wie Anastasia an mich glaubt, das ist schon krass, schwärmt er von der 26-Jährigen. Obwohl Toni selbst bis zuletzt nicht an sein Talent geglaubt hatte, waren sich die Fans nach seiner Let's Dance-Performance in einem Punkt fast vollkommen einig, der Comedian hat die 10-Punkte-Kelle von Nuro Jorge González, 56, mehr als verdient. In einer Promi-Flash-Umfrage bejahten 91,9% der Teilnehmer die Frage, ob die Wertung fair gewesen sei. Gerade einmal 51 von insgesamt 579 Votes, und somit nur 8,8%, fanden, seine Leistung sei überbewertet gewesen.